Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Lennys Bass-Ecke. Heute geht es um ein nächstes Book-Review und zwar von Jacki Reznicek Rockbass. Jacki Reznicek, oder eigentlich Hans-Jürgen heißt er, hat an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden studiert, Hauptfach Bass, Gitarre und Kontrabass, und dann irgendwann dieses Buch geschrieben zum Thema Rock, Blues, Reggae, Jazz und Funk und beschäftigt sich da auch mit sehr viel Technik und so weiter und so fort. Das Buch hat, wie Bass Unlimited zum Beispiel auch, eine CD dabei. Meine ist jetzt mittlerweile schon draußen und liegt in meinem CD-Ordner drin, aber es soll kein Problem sein für uns. Das Buch geht ein bisschen anders vor als andere Bassbücher. Und zwar fängt es mit der ersten Lage an und fummelt sich dann erstmal durch die ganzen Lagen durch und kommt dann am Ende erst zu so typischen Groove-Geschichten. Das Buch ist auch in mehrere Teile aufgeteilt. Zum Beispiel fängt es halt an mit allgemeinen Hinweisen, dann Leerseiten. Dann die ganzen Kapitel zur ersten bis zwölften Lage, dann geht es um Fretless-Spiel so ein bisschen. Dann kommen die ganzen verschiedenen Stilistiken, also Blues, Rock'n'Roll, Rock, Soul, Funk, Jazz, Latin und Reggae. Und am Ende noch so ein paar Equipment-Tipps. Bei diesem Buch ist es so, dass ihr oftmals Noten und Tabs habt, aber es gibt auch diverse Kapitel, gerade relativ weit hinten zum Beispiel, so ein Bass-Solo für einen Jazz, wo dann einfach nur die Noten dastehen. An sich ist das Buch sehr, sehr schön aufgebaut und auch sehr übersichtlich. Und für den Preis von, steht hinten drin, knapp 24 Euro auf jeden Fall zu empfehlen. Viel zum Mitspielen dabei, viele wirklich, wirklich schöne Grooves und auch schöne Übersichtstabellen. Wie zum Beispiel hier die Flageolettöne. Ich hoffe, das konnte man einigermaßen sehen. Oder im Nachhinein so Stilistiken zum Thema, zum Beispiel Rolling Stones, 10 Years After, Zizzy Top, Stray Cats und. So dass man sich auch mal an die Künstler, die man gerne mag, so ein bisschen rantasten kann. Geht er weiter mit AC/DC, Billy Idol, Iron Maiden, Huey Lewis in the News, Led Zeppelin und. Ganz, ganz viel zu sagen. Ein tolles Buch, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der Bass lernen möchte, besonders den Leuten, die gerne Rockbass spielen wollen. Wer jetzt seinen Schwerpunkt irgendwie auf Bossa Nova legen will oder generell Latin Music oder auch Reggae oder sowas, dem würde ich das Rockbass-Buch nicht ganz so empfehlen. Da gibt es dann zum Beispiel ganz schöne Bücher von Herr Leonard, zum Beispiel Reggae Bass oder so. Aber ansonsten von mir auch für den Preis eine klare Kaufempfehlung. Ich arbeite mit dem Buch jetzt schon seit mehreren Jahren, ich glaube bestimmt seit 7-8 Jahren und bin damit sehr zufrieden. Das war's schon wieder. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Like da. Direkt unter mir könnt ihr den Kanal abonnieren, so verpasst ihr keine Videos mehr. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Viel Spaß und keep on rockin'!